Moin Leute. Moin. Wir sind wieder unterwegs. Wieder im Ausland. Hier ist ein See. Und ja, nicht mal so klein. Scheint ein Steg zu sein. Dafür, dass er 30 Grad fast haben, ist hier relativ wenig los. Der Weg jetzt, der wird wahrscheinlich hier immer um den See rum gehen. Schätze ich mal. Ja, hier steht so ein altes Fabrikgebäude. Nach abgebrannt aus. Da sieht man das. Jetzt auf jeden Fall ein bisschen was Größeres. Schon alle drunter gekommen. Komisch ist, dass hier so ein Wall ringsrum ist. Sieht man, da liegt der angekokelte, der Dachstuhl schon unten. Wir haben auch keine Ahnung, was das mal gewesen ist für eine Fabrik. Scheint aber auch schon sehr lange leer zu stehen. Fenster sind zugemauert hier. Was sind die Dani eigentlich? Da hinten ist er. Ja, wenn man mal hier durchs Fenster guckt, sieht man noch mal ein bisschen, wie es gebrannt hat. Ein bisschen Decke ist noch drin und da oben wachsen Bäume. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich sehe das über dem Display nicht, ob man das erkennt. Hier liegen noch so ein paar alte Dokumente. Oder was auch immer das ist. Da oben sieht man das auch noch mal. Da oben der alte Stromanschluss, hätte ich jetzt gesagt. Ja, das ist Stromleitung.
steht hier irgendwie mitten im Ort, das Ding. Also da drüben ist gleich Stadt. Hier steht noch so ein Gebäude, auch der Dachstuhl abgebrannt. Oh, alle zu. Ich glaube, das ist das vom Anfang. Wie gesagt, und das ist hier mitten in der Stadt, sieht man da. Wie gesagt, Leute, das ist eine alte Fabrik. Aber komplett den Verfall preisgegeben. Maschinen oder so, was werden wir jetzt, denke ich mal, nicht mehr finden. Hier war wohl mal die Heizung drin. Ist aber auch komplett entkernt, so wie es aussieht. Erstmal ein bisschen Licht besorgt. Hier drin überall natürlich dunkel ist. Schön, alles leer zu sehen. Hier brannte das auch überall hier. Das ist hier nochmal der Heizraum. Da standen die Öfen, so wie es aussieht. Aufpassen, hier sind überall Löcher in der Erde. Das wird man so schon 20, 30 Jahre leer sehen hier, Leute. Das da vorne ist die Außenmauer. Rechts stand der große Gebäude. Da weiß ich aber jetzt noch nicht, wie man da hinkommt. Das ist ja der Urwald hier.
natürlich unter Mücken ohne Ende. Doch, ist nicht so vertrauenswürdig hier. Macht die Geräusche. Ich würde ja mal interessieren, wo die Dani abgeblieben ist. Da ist er. Das wird wahrscheinlich ganz so lang, das Video. Weil da nebenan kommen wir nicht und ist alles zugemauert. Dann ist es halt so. Drüben kommst du nicht hin. Nein, das andere Gebäude, was da hinten steht. Von hier aus nicht. Ja, Leute, wir wollen euch jetzt hier auch nicht mit so einem Gebäude langweilen, wo wirklich nur Müll drin ist. Das wird jetzt unser kurzes Sonntagsvideo. Die Dani hat hier gerade was. Nee, da ist nichts mit hoch. Das ist, genau, die haben die Treppe rausgenommen hier. Und zugeschüttet ist es auch. Deswegen, also, würde ich jetzt sagen, war es das mit diesem Video hier. Ja. Die Dani da? Ja, die Dani ist da. Ja, ich stehe hier. Und wir verabschieden uns denn hiermit auch, weil, wie gesagt, wir wollen euch jetzt auch nicht langweilen. Wir hoffen, euch hat das kurze Video trotzdem gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Die Liptis on Tour. Ciao, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.